Mir geht's sehr gut. Ich bin überglücklich, dass wir den Pokal wieder gewinnen konnten. Es war ja ein sehr emotionales Spiel. Man muss natürlich erstmal verarbeiten, es kommt langsam an. Die Mannschaft hat Großes geleistet, einen richtigen Fight auf den Platz gebracht, über 120 Minuten plus Elfmeterschießen. Natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber das hat die Mannschaft sich auch hart erarbeitet. Ich denke, unterm Strich geht der Sieg auch in Ordnung und wir sind jetzt einfach nur überglücklich, dass wir es geschafft haben, den Pokal nach Wolfsburg zu holen. Ja, wie in den letzten Wochen und Monaten schon oder eigentlich über Jahre, ja, aber es hat das heute wieder mal getoppt. Ja, wenn man in die Verlängerung geht und dann weiß die vielen englischen Wochen in den Knochen, dann kann einem schon mal Angst und Bange werden, dass Bayern vielleicht doch das Übergewicht bekommt, aber die Mannschaft hat auch über 120 Minuten keinen Kräfteverschleiß sichtbar gemacht und hat das Spiel kontrolliert und von daher sehr emotional und mega stolz. Sensationell, das war ein tolles Spiel mit so einer Spannung und Dramatik, mit Elfmeterschießen und wir freuen uns riesig. Ich glaube, wir sind alle erleichtert. Das war ein großer Kampf von beiden Mannschaften und im Elfmeterschießen gehört ein bisschen Glück dazu, aber das war eine ganz tolle Leistung und ich denke, wir haben auch verdient dann gewonnen. Ja, ich denke, super spannend. Wir haben so ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, aber ich denke, dann waren wir ja spielbestimmend und der Sieg geht klar in Ordnung, auch wenn es am Ende sehr, sehr spannend war, was aber natürlich für alle Zuschauer super schön war. Es war einfach ein sehr harter Kampf, die ganzen 120 Minuten. So, ich bin einfach sehr froh, dass wir gewonnen haben am Ende. Ja, Krimi. Na, ich denke, es war ein hochklassiges Spiel, was spannend war für die Zuschauer. Es waren viele Torchancen auf beiden Seiten. Ich würde aber meinen, dass wir die etwas besseren hatten. Und kräftezehrendes Spiel, man hat es auch in der Verlängerung gesehen, manche hatten Krämpfe. Es wurde dann vielleicht nicht mehr der aggressive Fußball gespielt wie in den 90 Minuten. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Bayern sich ein bisschen ins Elfmeterschießen retten wollte. Von daher bin ich umso glücklicher, dass es für uns ausgegangen ist. Sarah Gunnarsdottir, was sagen Sie heute zum Spiel? Ach, was wäre. Aber wir schaffen das. Dieser Pokal ist unser jetzt. Ja, und nun Fokus auf Kiew oder was steht heute Abend noch an? Ja, ein bisschen feiern. Das sieht nach Feiern aus, oder? Ein bisschen feiern und dann fokussieren auf Kiew. Okay, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend und? Ja, dir auch. Prost. Oh.